Gudrun Böhme und ich möchte darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, dass viele Menschen auch zur Abstimmung gehen am 13. Februar. Das geht ja um den Volksentscheid Unser Wasser. Viele Leute meinen, wir haben ja schon unterschrieben, als es um das Volksbegehren ging. Und das ist wichtig, nochmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass nur wenn das, wenn die Leute jetzt hingehen, die für das Volksbegehren auch gestimmt haben, die also möchten, dass unser Wasser zurückkommt in Berliner, in die Hand der Bevölkerung oder in Berliner Hand, dass diese Leute auch zur Abstimmung gehen. Also es darf nicht so sein, dass die Leute sagen, wir haben ja schon unterschrieben, meinen das Volksbegehren und meinen damit, sie hätten schon für den Volksentscheid gestimmt. Die Freiheit des Individuums ist auch ein schönes Thema. Die Berliner haben ja jetzt bald die Freiheit, über ihre Wasserversorgung abzustimmen. Haben die Piraten dazu eine Meinung? Ja, wir haben fleißig Unterschriften auch mitgesammelt an unseren Ständen, um die Wasserverträge offen zu legen. Und wir sind natürlich für Transparenz, das heißt keine Geheimverträge. Der Bürger muss wissen, worüber im Parlament abgestimmt wird und welche Verträge beschlossen werden. Also wir wollen, dass das offen ist und dass es transparent gehandhabt wird. Und Wasser ist für mich gehört für mich zur Daseinsvorsorge. Das heißt, das kann nicht in Händen von privaten Konzernen sein, die damit noch Gewinne machen, mit unserem Wasser, was wir täglich brauchen. Volksentscheid ist ja ein Mittel von direkter Demokratie. Ja. Denkst du, dass das ausgebaut werden muss? Ja, unbedingt. Wobei ich auch denke, dass es ganz wichtig ist, dass man mehr Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung betreibt, weil es leider noch immer viele Leute gibt, die einfach an solchen Volksentscheiden nicht teilnehmen, weil sie denken, ach, ist nicht so wichtig oder kommt nichts bei rum oder was können wir machen, die halten sich da nicht dran. Ja? Also ich denke, das ist ganz wichtig, Volksentscheide, ja, aber in Verbindung unbedingt mit Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, also mit Teilnahme auch. Klasse, dass zurzeit in Deutschland wirklich eine Bewegung da ist. Überall wollen die Bürger mehr mitsprechen und genau das muss das Ziel sein. Der Bürger ist der oberste Souverän, der sollte am Schluss jede Entscheidung eigentlich treffen können. Natürlich brauchen wir die repräsentative Demokratie, aber wir brauchen als Ergänzung die direkte Demokratie und da ist es wichtig, dass wir möglichst schnell bundesweite Volksentscheide haben. Und ist das wichtig, teilzunehmen an so einer Abstimmung? Unbedingt. Also ich sage immer, wir sind alle aufgerufen, an Wahlen, an demokratischen Prozessen teilzunehmen. Drum, liebe Berliner, geht's hin. Und wenn ihr keine Meinung habt, dann macht's den Stimmzettel am Schluss ungültig. Aber wichtig ist eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, damit ihr am Schluss das Wort gesprochen habt und nicht irgendwelche Politiker, die euch verkauft haben.